So, okay, weiter geht's. Immer los. Weiter geht's mit Battlefield Hardline. Leute in der Mall für Notfälle. Und die Typen hinter den Kaihäfers sind natürlich auch da. Und fast nichts sonst noch alles. Das wird nicht leicht. Schauen wir mal. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt. Jetzt gehen wir erstmal die Jungs da vorne. Das sind zumindest mal erstmal 1, 2, 3, 4. Ich sehe jetzt erstmal. Ich sehe jetzt spontan erstmal auf 4, 5. Entschuldigung. Okay. Das alle mit Kopfgeld. Wer ist das da? Den hab ich jetzt zum Beispiel. Der ist ein bisschen sehr nah dran. Aber bei dem. Jetzt wird den erstmal da hinten lang gehen. Ich will erstmal den ganz außen da haben. Unmöglich. Dann hole ich mir den Kollege hier, Kollege Schnürschuh. Den möchte ich nämlich auch noch haben. Tot? So, jetzt werden wir hier kurz den Alarm wegmachen. Ist da nicht irgendwer... kurz einen Moment warten. Weil unser primär Ziel kommt natürlich jetzt auf uns zu. Was? Hier drüben. Scheiße! Zentrale, holt euch den Kerl ab! Ich hab natürlich jetzt einen Fehler. Ich bin mit der falschen Taste gekommen. Ich wollte nämlich L1 drücken fürs für die Verhaftung und nicht das R1 fürs Skin. Scheiße. Okay. Ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Scheiße. Lösch hat immer ein paar Leute in der Mord für Notfälle. Und die Typen hinter den Kaihäfer sind natürlich auch da. Fast nicht, sonst noch alles. Wir sind Partner. Alles gut, alles gut. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt! Zu weit weg, ne? Seht ihr gar keine Munition mehr? Leuchtet hier! Moment! Das ist natürlich toll, dass mich jetzt natürlich... Jawohl. Verdächtiger überwältigt. Holt jemand Schaden. Ich schub mal gerade kurz weg hier. Oh ja, Alter. Das war ein bisschen zu optimistisch da, das Ganze. Jetzt habe ich natürlich das Problem, natürlich, dass da noch ein bisschen was nachkommen wird. Ich sehe. Da drüben. Ja, das glaubst aber auch nur du, dass ich da bin. Da schon nach. Ist er tot? Da! Vorsicht! So, da kommt welcher Punkt zu. So. Scheiße, Mann! Einen Officer hat's erwischt. Ja, weil ich da ein bisschen... Ach Mann, den habe ich nicht gesehen. Okay, wir müssen es wieder noch ein bisschen anders machen. Ist noch ziemlich weit bis
ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Gut, dann machen wir das Ganze noch einmal. Ein bisschen anders. Diesmal arbeiten wir mit der Kugel. Ja, teste mich oder taste mich gerne mal noch ein bisschen in die Sachen rein. Ich muss aber auch gucken, dass ich jetzt ein bisschen Ruhe habe. Wir sind Partner. Ah ja, das war ich auch mal. Für mich hättest du das doch auch getan, oder nicht? Los jetzt! Das ist Müller. 13, Achtung! In der Nähe befindet sich ein per Haftbefehl Gesuchter. Leonard Müller. Geh doch dahin. Das Problem ist natürlich, dass davor noch einer steht. Fällt mir gerade auf. Ist das so weit weg? Jetzt bin ich nicht so weit raus. Hey! Hier! Zurück! Mann! Was mache ich denn für eine Kacke heute? Aber ich scheiße. Total toll. Jetzt wird er der Handlanger da abschießen. Sehr cool. Ich will natürlich nicht den Typen holen, kriegen. Das ist das Problem an der Sache. Shit. So, jetzt mal das erlegen. Da, da drüben. Ich sehe ihn. Hab ihn. Zentrale, holt euch den Kerl ab. Verstanden, 13. Alarm ausmachen. So. Weiter. Jetzt haben wir nämlich das Hauptziel weg. Das ist schon mal wichtig. Nick, Feuer! Ja. So, jetzt. So. Okay, weiter. Natürlich total toll, dass ich jetzt nicht sehe, wo der ist, der Typ. Der Kisser. So, das war der letzte und Kai ist in der Mall und braucht unsere Hilfe. Stimmt, noch wieder. Also, ein Ding der scheiß Kiste oder was? So, machen wir mal die Tür auf. Sagen wir mal freundlich Hallöchen. Jo, moinsen. Noch mehr Freunde. Das ist ein paar Schaufel. Gut, dann machen wir noch mal kurz da einen kleinen Amaluki Luki. Wie sieht's aus? Das sind ziemlich viele, du hattest recht. Wollen wir mal noch irgendwas hier finden, beweisenmäßig? Nö. Gar nichts. Okay. Weiter. Keine Beweise. Gute Reise. Muss ich jetzt langsam da durcharbeiten, da hinarbeiten. Ich komme gleich. Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das wäre auf jeden Fall nicht gut.
diese Proben. Da ist ein weiterer Typ mit Haftbefehl. Kannst du mal aufhören zu randalieren? Scheiß Molotovs. Einzig, den einzigen Typen, den ihr nicht holen dürft, ist der mit dem Dings. Ich seh ihn! Tot. Oh, den hab ich nicht gesehen erst. Keine Sorge, Volksfürsorge. Den will ich mir jetzt nicht holen. Mein Freund. Moment! Scheiße! Du bist verhaftet! Wir machen doch gar nichts! Ja, macht ihr auch nicht, aber ich hab euch trotzdem. Und tschüss. Gegner verhaftet. Sorry, wegen dir ist der Einsatz geheim. Meinst du echt, ich wäre der einzige korrupte Kopf in der Stadt? Nein, aber der einzige, den ich geschnappt habe. Noch hast du mich nicht verhaftet. Das macht dich also mit Sicherheit mitschuldig. Ach, was? Ja, red einfach weiter, Stoddard. Komm mal auf, die Stöder. Sind schon noch mehr jetzt, unsere Freunde. Gut. Ja, der AKM ist vielleicht nicht so gut. Die paar Feinde, noch da Leute dabei. Nick, du Roboto, das ist Ned's Lobby. Mach, mach, mach. Scheint beliebt zu sein. So. Hier drüben. Los mit uns an die Meine der Nick. Ja, ja, ja. Mach die Typen aus. Okay, wird erledigt. Bin dabei. Ich bin doch schon unterwegs. Ich habe hier noch ein bisschen ein Empfangskommando, mein Freund, meine Gute. Moment! Los, Mendoza! Jetzt. Ist hier oben der Laden oder was? Dummo Roboto heißt der Laden. Ist das hier? Der ist unten, ne? Fuck. Natürlich. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, gewöhnlich.
Da schätzt mein Rechtsanwalt nicht, Mendoza. Da machen wir mal die Tür auf und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline. Wir sind immer noch im Einkaufszentrum auf dem Weg zu DOS. Und der wird ein paar Leute um sich herum haben. Ja, hier uns gerade mehr oder weniger alles um die Ohren fliegt. Da ist noch ein Kollege, den wir noch festnehmen sollten im Idealfall. Den will ich eigentlich gerne als erstes mit außer Betrieb setzen. Das war beabsichtigt. Den Typ. So, den wollte ich. Alles gut. Ich wollte eigentlich nur euren Chef haben und das habe ich geschafft. Schöne Hüfte raus. Weiter geht's. Hallo, da haben wir noch von denen. Polizei! Du bist verhaftet! Oh, Hilfe! Ich hab deinen Kollegen hab ich nicht gesehen. Ich wusste nicht mal. Schnapp die Leute! Mendoza! Fuck! Officer am Boden, Code 3! Ich hab ihn, ich hab ihn. Anstatt dass jemand mit drauf schießt. Nee, ich muss da unbedingt. Oh, Scheiße. Anstatt dass ihr da mal mit drauf haltet. Nein, nein. Gut, alles klar. Ist nicht schlimm. Soll, wenn ich da vielleicht ja wieder doch wieder die Variante machen müssen. Tja. Alles, was da erstmal an Feinden. Alter, hab ich den aber noch erwischt? Oder ist der. Lebt der noch? Der lebt noch, ne? Hier drüben! Ja, alles klar. Da ist er! Ja, alles gut. Ich jetzt nicht. Ich hinterlaufe dich jetzt, weil du weißt jetzt nicht, wo ich bin und ich hinterlaufe dich, mein Freund. Da drüben! Jetzt ist er tot. Jawohl. So, jetzt ist der Kollege noch dran. Unser Haupt. Oh, zumindest ist es noch das, ne? Wo ist der Kaffee? Wohin? Ach, da unten. Jetzt hab ich ihn. Meine Fresse. So, weiter. Ist bestimmt noch mehr da unten, oder? Oder auch nicht. Stimmt, zumindest sehe ich jetzt gerade noch an die Kleinen. Weiter.
Ernsthaft? Okay, why not? Weiter. Ui! Au! Ernsthaft, das Ding hab ich jetzt getötet? Lass mich raten, ich muss jetzt immer alles machen, ne? Oder hab ich den. Ne, ich hab den Checkpoint doch eigentlich gekriegt. Ich bin ja beim Rausgehen gewesen, oder? Ja. Super ausgelangt. Dann machen wir das. So, wenn ich so ein Ding erwisch, ne? Da habe ich diese Tür, müssen wir durch. Ah, Gott sei Dank. Zu Dorf gelangt, Einsatz hier abgeschlossen. Also, Nick. Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Er begann den Drogenkrieg. Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seine, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Was zum... Hey Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Nick, lass es! Kyle. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau 33.000 Dollar. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Tja, die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Kyle hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht! Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du... Du willst sicher für einen von den Guten. Oder? Gute gibt's nicht, Junge. Ja, da sind wir ja ziemlich böse verraten worden. Aber wir haben unsere drei Ziele. Der eine ist leider gestorben. Die anderen sind, haben wir festgenommen. Damit sind wir durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was ist passiert. Musik